Die Rückseite des Gemäldes mit dem Titel Der Nasenbohrer und die Beweinung Egon Schieles gibt uns einen Einblick darin, wie er ursprünglich seine Gemälde konzipierte. Die Leinwände, hier ein grobes Jutegewebe, spannte er auf selbstgebaute Holzrahmen auf, deren Ecken er diagonal mit Holzleisten fixierte, um einem Verwerfen der Leinwand entgegenzuwirken. Auf die Vorderseite klebte er ein glattes Zeichenpapier, das er zunächst einmal weiß grundierte mit einer Kunstharzschicht. Darauf begann er dann, die Darstellung zu zeichnen. Und dann applizierte er unterschiedlichste Farben. Wässrig vermalbare Farben, ölhaltige Farben und auch Mischsysteme, sogenannte Temperafarben, die er im Übrigen auch selbst herstellte. Was Hundertwassers Arbeitsweise wirklich ausmachte, war das langsame Erarbeiten des Sujets. Er nahm seine Bilder oft mit von einem Standort zum nächsten, wenn er auf Reisen ging, und dokumentierte dies auf rückseitig aufgebrachten Etiketten. Hier finden sich auch Hinweise zu den verwendeten Materialien und manchmal auch den ein oder anderen persönlichen Hinweis. Dieses Bild schien ihm besonders am Herzen gelegen zu haben. Ich zitiere: Achtung! Jeder Besitzer dieses Bildes wird gebeten, dies dem Autor bekannt zu geben, besonders bei Besitzwechsel, da ich dieses Bild sehr liebe und wiedersehen möchte.